Hallo und ein herzliches Willkommen zur vierten Folge von Daylight. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, ich finde eigentlich, wir schlagen uns ganz gut. Und ich sehe gerade, die Bedrohung ist schon wieder auf 180. Oh weh, oh weh. Ah, warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz schnell gucken, wie weit wir jetzt hier sind. Warte mal, kann ich jetzt da vor und dann links? So, ich meine rechts. Guck mal, rechts kann ich auch. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Sie werden Besitz von dir ergreifen. Datum 16. Februar 1936. Betreff James Strikers, keine Ahnung, Suspendierung. Officer Strikers wurde vorübergehend ohne Bezahlung suspendiert. Derzeit findet eine formelle Untersuchung statt. Die Anschuldigungen wegen brutaler Vorgehen gegenüber Häftling und Folterartikeln auf den Grund gehen sollen. Die Untersuchung wird ausschließlich intern durchgeführt. Die Öffentlichkeit darf nur so wenig wie nötig erfahren. Ach, so viele Signalfangen. Wie kann man so viel haben? Wenn die Alte hier kommt. Oh Gott, es klingt schon wieder so, als ob die kommt. Mit einer Haftanstalt. Memo. Zu Händen Personal. Das Wartungsteam hat Tests an den elektrischen Systemen des Gefängnisses durchgeführt. Es wurden keine Anzeichen für beschädigte Leistungen entdeckt. Der Hauptgenerator ist voll funktionsfähig. Sollten weiterhin Probleme auftreten, empfehlen die Wärter, diese zu notieren und eine Nachricht bei der Verwaltung zu hinterlassen. Need a key. Gut, so, jetzt müssen wir ganz kurz einen Plan schmieden. Wir müssen jetzt eigentlich bloß bis zum Anschlag vor und dann bis zum Anschlag rechts hoch. Ne, ich glaube, das ist da ganz oben. Ich kann aber leider auch weiter nicht rauszoomen. Also gehen wir jetzt einfach bloß nach links, laufen jetzt die ganze Zeit nach vorne und dann dann, wenn wir ganz vorne sind, dann rechts. Okay. Gut, wir sprinten. I know there's somebody here. Okay, wir rennen. Mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob wir safe sind, wenn wir an die Wand gucken. Wahrscheinlich nicht. Gut, und jetzt rechts nach oben. Sprint, 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 baby. Sprint, baby, sprint, baby. Come on. Anybody there? No. Nobody is here. So, wir gucken an die Wand. Ach, scheiße, guck mal, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Okay, wir müssen jetzt die nächste also wir müssen jetzt wieder nach ganz unten und die nächste dann rechts. I know there's somebody here. Gaut's doch nicht so rum, Mensch! Als ob dann die Mörder kommen. Oh ja, ich bin hier, ich ermorde dich jetzt. Oh, ich war nicht so weit. Dort. Dort ist es. Yay. Woo. What the hell? Such brutality, corruption and chaos. The curse grew stronger as time went on, with each year further tightening its grip. They built steel cages to contain its resolve. Enslavement, isolation, reckless abandon. The city would burn. Hatred and fear. Huh! Manometer! Ich kann die Leuchtfackel nicht benutzen! Das ist
ist ja bescheuert. Ich kann ja die wir können jetzt einfach was rennen. Rennen in der Hoffnung, wir überleben. Oh Gott, die ist da. Oh Gott. Leute, ich schwitze mir gerade alles ab. Krass, Leute. Das ist bescheuert. Ich klicke. Ich hab geklickt. Oh, nicht mit mir, Baby. Das war jetzt gerade alles echt ein bisschen zu viel für mich. Das ist aber wahrscheinlich die schlimmste Folge ever. Scheiße, die wandern. Das war echt gerade ein bisschen extrem. Mein Kaffee ist bald alle. Oh, fuck it, ey. Was war das denn? Überall standen die Fallen, wo ich das Buch bekommen habe. Standen die auf einmal vor mir und war auf einmal weg. Und dann habe ich habe geklickt. Ich habe wirklich die Falltaste geklickt. Das ging einfach nicht. Mit dem Buch habe ich eingesehen. Okay. Aber wenn ich jetzt gestorben wäre. Gott, ich wäre fuchsig geworden. Die Methoden des Doktors sind zwar manchmal etwas unkonventionell, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Nicht nur, dass wir Fortschritte für die Wissenschaft erzielen und Leben gerettet haben. Wir konnten diesen Drecksäcken auch mehreren Geständnissen entlocken. Die Taten, zu denen sie sich bekannt haben, machen mich krank. Ich kann nicht glauben, dass ich jemals an Mercer gezweifelt habe. Warum sind eigentlich von den Dingern Haufen da, ne? Die wir eigentlich gar nicht so dringend. Es ruckelt jedes Mal, wenn ich. Guardians reflecting our fears, creating the illusion. Ach. Ach so, guck mal. Es ruckelt immer, wenn ich neu starte. Ach so, wenn ich jetzt hier das Grüne habe. Warte, es geht gleich los. Ach, guck mal, da kann ich die Relikte finden. Ach so, Mensch, das habe ich noch gar nicht vernommen. Entschuldigung, da haben wir bestimmt so einiges übersehen. Ja, haben wir ja. Wir müssen ja bloß mal schnell bei Relikte betrachten, ne? Ja. Ach du Scheiße. Oh Gott. Was? Wir sind schon im Kapitel Wald? Nee. Kanalisation waren wir da ohne, ne? Wir waren im Gefängnis jetzt zum Schluss, genau. Aber guck mal, wie viel wir hier vom Gefängnis. Es ruckelt. Das muss ich erstmal wieder ein bisschen einfangen. Ich weiß nicht, warum das ruckelt. Das hatte ich ja noch nie. Zu Händen Werther. Auf Anweisung von Dr. Mörser haben Werther die Krankenstation nicht zu betreten. Es sei denn, sie würden gerufen. Beim Überstellen von Häftlingen oder von Patienten dürfen sich Werther vor der Türen der Krankenstation aufhalten, aber sie haben diese keinesfalls zu betreten. Es sei denn, sie werden ausdrücklich von Dr. Mörser dazu aufgefordert. Werther, die sich nicht daran halten, werden auf der Stelle fristlos entlassen. Also Mama Mia, das war jetzt hier eine ganz schöne Hardcore-Runde, ne? Mit der Olga gerade. Das war. Gott. 2. Dezember 1934. Die Gefangenen halten diese Haftanstalt für eine Art Witz. Und zwar deshalb, weil wir so viele Insassen haben, dass wir nicht wissen, wie wir sie unter Kontrolle halten sollen. Um ehrlich zu sein, sie haben nicht Unrecht. Nicht nur, dass man mir gesagt hat, wir hätten weniger als 5 Monate Zeit, bis dieser Ort zugesperrt wird. Ich habe auch erfahren, dass wir die maximale Kapazität erreicht haben. Ich höre, wie sich einige der Wärter darüber unterhalten haben, bei Auseinandersetzungen nicht mehr einzuschreiten, damit sich unser kleines Überbevölkerungsproblem von selbst löst. Gilbert.
Also manchmal, ne? Manchmal greift mich die Alte an und manchmal aber auch nicht. Und das ist total komisch, weil ich nie unnötig die Fackeln benutzen will. Da muss ich hin, aber wie komme ich da hin? Ach komm, ich komme vielleicht bei einer anderen Tür da rein. Okay. So, jetzt hat sich mein Spiel wieder gefangen. Ah, okay. Da können wir auch gleich hin. Da du neu in diesem Teil des Gefängnisses bist, wollte ich dir erklären, wie es hier abläuft. Vergewissere dich, dass Wärter bereitstehen, wenn du die Türen nach einem Verhör öffnest. Die Türen werden alle mit demselben elektrischen Schalter aktiviert. Echte Knauser, was? Und mach dir keine Sorgen wegen den Geräuschen in der Rohrleitung. Das sind keine Gespenster, sondern nur die Heizrohre, die hier durchlaufen. Das Wartungspersonal ist von Zeit zu Zeit hier, um die Ventile und Abdichtung zu kontrollieren. Willkommen bei den Profis, Junge. Okay, gut. Oh Gott, ich dachte, Olga wäre schon wieder bei mir. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, okay. Guck mal, die Tür ging einfach so. Ach so. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte eigentlich tatsächlich, die Tür war offen. Habe ich aber ja noch nicht probiert. So, 13. Oktober 1934 an Dr. Mörser. Selbst als neuer Finanzberater der Mid-Island-Haftanstalt gibt es nichts, was in meiner Macht stünde, um an diesem Ort mehr als 9 Monate über Wasser zu halten. Aufgrund der unzureichenden Leistung der Anstalt hat man fast alle Mittel gestrichen. Sie behaupten zwar, große wissenschaftliche Durchbrüche erzielt zu haben, aber wir benötigen Resultate, die wir verkaufen können, wenn sie ihre Experimente weiter finanzieren möchten. Wenn die Gewalt nicht aufhört, droht uns die Schließung. Verteilen sie mehr Pillen oder was weiß ich. Wir können uns einfach keine weiteren Gerichtsverfahren leisten. Hallo? Ja, aber warum geht das nicht? Ich kann jetzt zwar drauf rumklettern, aber rein theoretisch kann ich hiermit eigentlich nicht viel tun. I know you're there. Ja, ja, ist ja schön, aber ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Hier ist halt nix. Ja, wir können uns ja nochmal draufstellen. Nö. Aber wir müssen ja irgendwas machen, weil wir kommen ja bestimmt nie umsonst hier rein. I know you're there. Ja, ist ja gut. Oder ist das bloß jetzt ein Bug? Ist bloß ein Bug, oder? Ich vermute mal, dass ich da hoch nicht komme. Oh, jetzt bin ich wieder hier runtergefallen. Okay. Na gut, was kann ich hier sehen? Was? Man sieht doch genug? Okay, aber wir haben hier leider auch nichts anderes, was wir machen könnten. Aber warum war der Raum verschlossen? Das wundert mich halt gerade.
Irgendwas muss ja gemacht werden, aber wenn man die Leuchtstäbe hat, zeigt das ja auch so Relikte an. Aber ich finde ja nichts. Ich will jetzt nicht nochmal so ein Stäbchen verwenden. I can't see anything. Ach komm, du siehst eine Menge. Ich war mir auch schon drin. Gut, okay, so, wir haben jetzt. Brief. 21. November 1934. Ich habe nichts getan, wofür ihr mich verdächtigt. Was? Ich habe nichts getan, wofür ihr mich verdächtigt habt. Ich weiß, ich habe gestanden. Und wer hätte das nicht mit dem, was uns angetan wurde, aber ich habe nie in meinem Leben jemandem wehgetan. Als ich hierher kam, war ich völlig klar. Doch dieser Ort treibt mich in den Wahnsinn. Ich kann diese Stimme nicht mehr aus meinem Kopf vertreiben und es verlangt mir alles ab, Stücke nur aus der Wand zu reißen, anstatt aus meinem eigenen Gesicht. Wenn ihr das findet, bin ich entweder frei oder ertrunken. Was auch immer geschieht, ich hoffe, ihr schmort in der Hölle für das, was ihr mir hier angetan habt. Okay. Tja, das ist halt wirklich so damals. Oh, please, God. Make it stop. Make it stop. I can't see a thing. Yay! Ich verstehe das halt jetzt so gerade mit der Bedrohung zum Beispiel schon wieder, Nina. Die ist jetzt schon wieder komplett voll, obwohl wir hier schon eine Weile rumrammeln. Hey Baxter, die Jungs und ich genehmigen uns nach Schichtende ein Bier. Tu mir einen Gefallen und sieh nach Häftling 20 für mich, ja? Er hat den ganzen Tag verrückt gespielt. Vielleicht kannst du ihn beibringen, das Maul zu halten? Keine Sorge, wir machen es alle. Jeder muss mal Dampf ablassen, wenn du Feierabend machst. Komm, schließ dich uns an. Das Bier geht auf mich. Raymond. Gut, die Aufnahme läuft, super. God, I can't see a thing. Hold it up, word, my dear. We have so much to see and so little time between us. In dem Gefängnis ein Bild. Sag mir jetzt bitte nicht, ich muss hier runter. Na, ganz gerne. Komm, wir spielen noch ein bisschen. Weil ich habe ja in der letzten Folge wurde ja nicht ganz, ist ja nicht ganz so viel passiert, glaube ich. Da können wir jetzt auch noch weiter spielen. Ach du Scheibendreck. Alles klar, mich wundert es jetzt nicht, warum ich jetzt hier. It can be difficult building hopes on a foundation of confusion, misery and death. Ich verstehe das halt auch nicht. Manchmal greift mich die Frau an und manchmal halt auch nicht. Manchmal erschreckt die mich einfach bloß. Und manchmal will sie mich umbringen. Gut, wir sind jetzt wahrscheinlich in der Kanalisation angekommen.
und was zu tun ist. Wissen wir ja. Wir müssen das Siegel finden. Und ich habe Angst, weil das Bild so scheiße ist. Ach, guck mal, von hier sind wir ja gekommen. Ach, hier geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, wir waren noch jetzt überall und nirgendwo ging es weiter. So viele Signalfackeln, okay. Die Woche nach dem Unfall waren eine echte Herausforderung für mich. Diese Tunnel wurden vor dem Krieg renoviert und vergrößert, für den Fall, dass man sich vor feindlichen Bombenangriffen schützen musste. Doch stattdessen hat man ein Auffangbecken für die Leichen geschafft. Wenn der Wasserpegel hoch genug steigt, kann einem der Rückfluss in das Abwassersystem ganz schön zu schaffen machen. Und im Moment kostet es mich eine ganze Kraft, mich nicht zu übergeben, wenn mir diese Mischung aus lauem Salzwasser und dem abscheulichen süßlichen Geruch der faulenden Leichen in die Nase steigt. Sie sind hier und wir werden sie finden. Aber ich hasse diesen Ort. Es ist fast, als ob alles hier schneller verwest. Das ist natürlich dann ziemlich eklig. Oh mein Gott, what was that? Okay.